Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Schau mal kurz Licht an, hier ist ja ganz schön dunkel. Wir sind wieder in Hamatten, beziehungsweise in Hamatten haben wir jetzt einige Aufgaben angenommen. Und ein paar davon sind mir noch nicht so ganz klar, wo wir sie erledigen müssen. Denn das Wasser von der Heiligen Linie zum Beispiel weiß ich absolut nicht, wo es ist. Ich nehme aber gleich einfach mal... Runde eben noch gucken wegen... Genau. Den Ausrüstungsgegenständen hier. Die müssen wir auch noch reparieren. Ich gehe aber einfach gleich mal... ich nehme aber einfach mal zwei Beutel Wasser mit. Also zwei Wasserschläuche. Und dann gucken wir mal, ob wir die Heilige Linie finden. Neben der Heiligen Linie haben wir aber auch noch eine Aufgabe bekommen. Da sollen wir Pilze zu einem Gastwirt bringen. Und zwar Albtraumpilze. Ich hatte jetzt war schon mal so frei und habe einfach offscreen die Sachen einfach aus dem Inventar komplett in die Kiste gelegt. Und ich meine, Albtraumpilze haben wir noch locker zwei. Weiß nur gerade nicht mehr, wie die aussehen. Da! Ah, guck mal, wir haben drei. Können wir davon schon mal zwei mitnehmen? Haben wir nämlich die Aufgabe erledigt. Und danach wird es wahrscheinlich wieder raus aus der Stadt gehen. Dementsprechend nehme ich mal so ein paar Sachen noch mit, die wir gebrauchen könnten. Da gehört aber auch Essen zu. Wo ist denn Essen? Warte mal. Hier, Turmip-Eintopf brauchen wir. Aber wir brauchen auch mal endlich was, womit wir Ausdauer und regenerieren können. Dafür wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir einfach mal ein paar Sachen hier rausnehmen und gucken, was man daraus so herstellen kann. Dich, Sahne, Pilze. Wir nehmen einfach mal alles Mögliche mit, was nicht komplett verarbeitet ist. Essensreste. Ach ja, stimmt. Ich habe einmal ein falsches Rezept gemacht. Unter dem liegen die Essensreste noch herum. Die können ruhig mal verschimmeln. Will kein Mensch. Brauchen wir noch was? Nö, ne? Ich glaube, an Essensherstellzeugs haben wir jetzt alles mitgenommen. Nehmen wir nochmal das hier mit. Und gucken wir mal. So, wo kann ich denn eigentlich Mehl herstellen? Ach, hier. Hier kann ich Mehl herstellen. So einfach. Gut. Bergmannsomelett kann ich. Pilzläuterer. Das Bergmannsomelett wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, denn das Bergmannsomelett gibt uns Ausdauer und Gesundheitsregeneration. Und wenn wir das dann mit den Turmip mischen, sag ich mal. Können wir auch noch... Oh, Kriechbeerenmarmelade. Aber voller Verderbnis. Oh. Frische Sahne. Ja, aber was macht man mit frischer Sahne? Und den leeren Magen füllt. Mhm. Mach mal einen faserigen Salat. Und den Rest packen wir jetzt erstmal zurück. Davon reicht... Hier. Hiervon wollte ich einen probieren. Das heißt, zwei können weg. Der Rest kann wieder in... Ah, Mist. Ja, der Rest kann wieder rein. Ich hätte tatsächlich... Ach, ich habe kein Salz mitgenommen, ich Vogel. Egal. Der bleibt jetzt dabei. So, hiervon werde ich gern ein und... Turmip einen Topf, da. So, wir haben Essen mit. Wir haben Tränke mit. Trinken mit. Und ich brauche noch die Albtraumpilze für die Quest. Dann können wir schon wieder los. Wunderbar. So, wo ist denn das Gasthaus nochmal? Ost und Rache, nein. Bringe zwei Schnabeltiere. Ne, bringe Schnabeltier Pete im Gasthaus der Unterklasse 2 Albtraumpilze. Gasthaus der Unterklasse, Bürgerkaserne, strahlender Sieger. Da wird bestimmt die Bürgerkaserne sein. So, gucken wir mal. Ja! So, wo ist Pete? Bist du Pete? Du bist Konrad. Pete! Schnabeltier. Gewürzlieferung ist angekommen.
Ah, wird auch Zeit. Her damit. Richte unserer gemeinsamen Freundin meinen Dank aus, ja? Und jetzt Silana. Okay. Hier war sonst nichts, oder? Ach, das war der, der Dingens hatte. Der Gap sucht. Konrad. Sei gegrüßt, Freund. Reden. Ach ja, das war das Gerücht mit dem Ascheriesen und dem Makellosen. Aber wir gehen jetzt mal eben kurz zur Dekanin hin und sagen Bescheid, dass wir ihre Aufgabe erledigt haben. Ich habe getan. Danke. Hier dein Anteil. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mich gerade Gift an einen Banditen hast liefern lassen. Was für eine Unterstellung. Das war ein völlig legitimer Gewürzhandel. Einwandfrei und vollkommen rechtens. Aber wie auch immer, weiter so, Lehrling. Mit deiner Einstellung wirst du es bis Jahresende zum Eingeweihten geschafft haben. Jahresende? Geht das auch schneller? Ja, manchmal lässt sich Victor Berthelot nicht so viel Zeit damit. Aber schenke den Gerüchten über ihn ja kein Glauben. Die anderen Dekanen wollen seine Eingeweihten, die er gerade in Schuss gebracht hat, nur abgreifen. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Wir haben von Victor tatsächlich schon Aufgaben entgegengenommen. Und zwar gestohlenes Paket Banditen, alten Bunker, Easy. Aber hier gibt es auch noch Bringer Samuel, ein Wasserschlauch voller Wasser der Heiligen Linie. Und ich weiß nicht, wo das Wasser, wo die Heilige Linie ihr Wasser hier hat. Ich gehe einfach mal wieder aufs Plateau und guck mal, ob es da irgendwo Anzeichen gibt, wo wir hin müssten. Die Dekane des Handels hat uns ja irgendwie nichts zu erzählen weiter, außer dass es halt in Seer so diese Banditen und Piraten gibt. Können wir auch irgendwann nochmal hinreisen. Aber jetzt gerade nicht. Können wir? Perfekt. So. Wir wurden vorige Folge auch auf dem Rückweg einmal mies zusammengeschlagen und von Banditen entführt. Würde ich sagen, kümmern wir uns mal eben um die Gegner hier im näheren Stadtbereich, die uns das eingebrockt hatten. Das ganze Zeug ist hier schon wieder neu gespawnt. Ach, der ist ja... Okay. Sorry, der ist ja schon erledigt. Hier vorne müssten irgendwann die Dudes kommen. Hoppala. Jetzt habe ich den schon gegessen. Ich wollte eigentlich den Faserigen-Salat essen, aber das machen wir dann wann anders. Hier die Straße runter müssten die beiden Golems sein. Ach, ich habe Licht gemacht. Ich wollte eigentlich ein Schwert machen. Da vorne sind sie. Aber man sieht sie jetzt nicht. Aber die sind da vorne. Ja. Die gehen hier oben hoch. Würde ich sagen, legen wir schon mal die erste Falle. Das war leicht. So, jetzt brauchen wir den Dude noch. Der rennt weg. Der haut einfach ab. Eieiei. Ich glaube, der ist schneller als ich. Ja. Wunderbar. Gut. Dann haben wir die schon mal weg und jetzt können wir mal eben auf die Karte gucken. Hier gibt es die Uhr im Stadtzentrum. Die Anwesen der vier Winde. Eiserne Windmühle. Alter Friedhof. Ich wüsste jetzt nicht, wo die Heilige Linie sein soll. Soll das hier vielleicht sein? Runter zur Heiligen Linie. Das kann natürlich das hier sein, ne? Dass das hier das Wasser ist. Hm.
Gut, womit fangen wir an? Im alten Bunker waren wir. Da waren auch echt coole Sachen zu entdecken. Aber das ist sehr weit zu dem hin. Ich würde einfach mal sagen, wir kümmern uns erstmal um die Banditenlieferung. Lager aus dem verlassenen Lagerraum an der Südostseite der Klippe von Hamatten. Südost. Südost. Irgendwo hier. Gut, dann gehen wir mal eben auf die andere Seite rüber. Und bewegen uns zu Daisy, oder wie sie heißt. Ist doch Daisy, ne? Ja, Daisy. Ja, Musik mal wieder aus. Passiert irgendwie manchmal. Ist ein bisschen schade, weil das, die animiert immer so schön zum Reisen. So, warte, wo müssen wir jetzt hin? Hä? Bin verwirrt. Ist hier schon das... Hä? Ui. Schwertgolem. Ihr seid auch nicht mehr das, was ihr immer wart. Im offenen Gefecht. Auf der Karte. Wenn die echt nicht viel. So, hier kreuzen sich zwar... Hä, wo bin ich? Hier? Aber das ist doch auch nicht Südost. Oder ist der Kompass hier anders gelegt? Südost, da muss ich eigentlich hin. Bin ich spiegelverkehrt und Denkrad falsch? Ich glaube, ich bin spiegelverkehrt und Denkrad falsch. Ja, ich denke gerade falsch. So, das wird dann da vorne sein, oder? Hey, ich bin doof. Warte mal, ich gucke jetzt auf der Matten. Links von mir, hier ist das Lagerhaus. Da, da muss ich hin. Aber das ist Westen hier. Bestbeschreibung und Himmelslinien sind irgendwie vielleicht nicht so. The yellow from the egg. Aha, zwei Schwertgolems. Bro. Was machst du denn da? Okay. Ich war ein bisschen angespannt. Bisschen angespannt jetzt gerade. So, hier oben irgendwo das verlassene Lagerhaus. Ich würde sagen, das ist der Schuppen hier. Gucken wir mal. Vielleicht hier links hinter. So, Facke, Flaggen. Die Musik, ne? Die hat jetzt gerade... Das ist das, glaube ich. Das ist, glaube ich, das verlassene Lagerhaus. Sieht so aus. Aha, aha, aha. Ja, mal schauen. Lagerhausschlüssel wird benötigt. Und den Daisy? Aber wo ist sie dann?
Vielleicht müssen wir ins Lagerhaus rein. Kann man hier rein? Nee. Wo wird die denn wohl sein? Ah. Wo ist Daisy? An der Südostseite der Klippe, aber hier ist das Lagerhaus. Wo ist Daisy? Hä? Guck mal hier. Noch so ein Schwertgolem. Zwei wieder. Gut, dann machen wir mal die Schwertgolem eben weg. Oh Mist, ich habe keine Laterne. Ich kann nichts machen. Was? Was? Ich kann nichts machen. Aha. Hui. Jetzt liegt die Falle. Hä, warum hat er die vorhin nicht gelegt? Jetzt hat er sie. Hä? Das habe ich vorhin auch gemacht. Das hat er nicht gemacht. Also er hat die Falle nicht gelegt. Warum tust du das? Willst du dich schlagen lassen immer oder was? So, mit Beintops ausgelaufen. Jetzt sind wir nochmal schnell. Ach, doch nicht. Ah, ich habe mich verguckt. Egal. Gibt Schlimmeres. Machen wir eben den Schwertgolem hier weg. Bam. Der hat eine ziemlich hohe physische Verteidigung, aber gegen Zauber ist er ganz schwach. Das macht uns für dieses Gebiet hier gut overpowered. Das ist jetzt nicht was. Vorbereitet wollte ich sagen, aber vorbereitet sind wir ja gar nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was es sonst noch hier gibt. Okay, ich finde Daisy nicht. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Ich gehe jetzt nochmal auf die andere Seite, da vorne, wo es durchs Tor geht. Vielleicht hat sie sich da versteckt. Und wenn ich sie da nicht finde, dann gucke ich einmal nach, wo Daisy denn sein soll. Denn ich sehe hier niemanden. Okay, da unten ist nur wieder ein Bestien. Na, stopp. Mann! Dann lasse ich mich so vorführen. Blödes Shift-Tab. Weg. So, Bewusstsein, spürst wie Fangzähne dich am Bein packen. Zu einer Erleichterung blickst du glänzenden. Zu deiner Erleichterung blickst du einen glänzenden neuen Beast-Golem, der das Wappen der Akademie von Soborobor trägt. Und dich am Boden entlang zieht. Er ist bestimmt auf Rettungsmission und wird dich zu einem Arzt bringen. Plötzlich wird bange ums Herz, wenn du bemerkst, dass er dich zu den Ruinen eines alten Krankenhauses zieht, das eindeutig seit Jahrzehnten verlassen ist, wo er dich vor der Tür ablegt. Du verfluchst die Dummheit der Maschine, während du dich mühsam wieder aufrichtest. Ein Tag vergangen. Ich habe keine Sachen mitgenommen, um zu rasten. Oh, Mist, falsche Taste.
Ach, ich bin auch ein Idiot, ey. So, ablegen. Wo ist mein Buch? Mein Runenbuch? Da. So, jetzt nochmal das Schwert ran. So, also hier soll ein Krankenhaus. Ach, guck mal, ich weiß, wo ich bin. Ja, wir sind ja nicht allzu weit weg. Dann machen wir das mal so. Zack. Was macht der faserige Salat? Mal gucken. Verbesserte Tarnung, Ausdauerwiederherstellung, Genesung. Okay. Faseriger Salat ist also ein besseres Bergmannsomelett. So, wenn ich jetzt langsam das Leben hochgeht. Jetzt einfach mal so einen Heiltrank trinke. Okay. Ja, dann habe ich jetzt weniger Leben. Und sich halt nicht so dumm anstellen. So. Beast Golem nicht mehr hier? Nein? Okay. Ich hoffe, wir finden jetzt Daisy besser. Es ist ja Nacht. Vielleicht sieht man sie dann besser. Oder ihn. Ich würde sagen, sie. Okay, hier ist auch nichts. Guck mal nach, wo man Daisy finden soll. Einen Augenblick. Ach ja, ich muss ja auch pausieren. Es steht leider nicht, wo ich den Lagerausschlüssel herbekomme. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir den schon bekommen haben oder nicht. Jetzt einfach nochmal runter. Lagerausschlüssel wird benötigt. Das ist ziemlich dumm. Also, ziemlich dumm von mir, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe den vergessen. Ja, was machen wir denn da jetzt? Frage. So. Lesen der vier Winde, verschlossenes Lagerhaus. Habe ich diesen Schlüssel bekommen? Ich habe einen Schlüssel der verlassenen Unterkünfte, das weiß ich. Mann, das ist ziemlich doof. Machen wir folgendes. Ich renne jetzt nochmal schnell nach Hamatten. Guck mal, ob ich so einen Lagerausschlüssel bekommen habe. Wir gehen hier einfach durch. Ist hier irgendwo was? Ist der Purpurkürbis noch? Oh, ich könnte vielleicht mal meinen Segen anwerfen. Ich glaube, das ist der gewesen. Was ist das für eine... Ach! Ich hab gefragt, was das für eine Leiste unten ist. Hier kommen wir nicht rein, ne? Kann nicht von hier geöffnet werden, genau. Wenn wir schon nicht den Dingens finden. Wow. Okay, ich könnte jetzt hier hoch. Ja. Lauf, 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 lauf. Lauf mal ein bisschen Slalom. Wo ist er? Den nicht mehr. Ach, da. Hä? Und nu? Okay. Erledigt. Dann gucken wir doch einfach mal, was da oben noch ist. Vielleicht kriegt man ja hier einen Lagerausschlüssel. Weiß es nicht. Steht halt leider nicht drin, woher man den Lagerausschlüssel kriegen soll oder wie man da reinkommt. Geh den richtigen Weg. Der ist hier. So. Gucken wir nochmal hier oben.
Hier geht's noch weiter. Hier gibt's nichts. Vielleicht können wir dann wenigstens mal den Turm noch erkunden hier. Das ist ein Schwertgolem. So. Perfekt. Ist eine Truhe. Demütigung, okay. Nehmen wir alles mit. Alter, das ist super nervig, das Ding. Och, du gute Güte. Ei, 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 ei. Was ist das denn für ein Ding? Okay. So, jetzt macht er wieder diesen Kugel. Okay. Machen wir mal was anderes hier. Machen wir alle Segen an, die wir anwerfen können. So, jetzt mach nochmal die Kugel. Die verfolgt mich! Wow! Ui! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Nein, nein! Ich hab ihn fast. Jetzt keinen Scheiß bauen. Ah! Okay, hat mich nochmal getroffen, aber er ist erledigt. Was ist das? Galvanischer Golem. Schildgolem-Bruchstücke. Eieieiei. Da ist noch ein Schwertgolem. Oh! Nein, 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 nein. Hier. Komm um die Ecke. Genau. Jetzt hier hin. Okay. Erledigt. Wunderbar. Gehen wir hier runter. Okay. Okay. Und hier ist dann... Sekunde. Wir brauchen noch was für Thumbnail. Eigentlich war geplant, dass wir Daisy diese Folge helfen, aber das scheint nicht ganz gut hinzuhauen. So, Einstellung. Zack. Ja, ist nicht schlimm, dass wir verdorben sind. Verderbnis kann man auch auf 100 stacken, dann stört sie einen nicht mehr. So, ist jetzt hier die Tür auf? Damit wir wenigstens mal etwas geschafft haben. Ja. Siedenklinge. Naja. Ist okay. Sonst noch was Besonderes? Nicht? Okay. Gut. Wir gehen aber noch zurück nach Hamatten. Und ich schau mal, ob wir einen Lagerausschlüssel haben.
Oh, schon wieder richtig viele Sachen hier. Diese ganzen Golem-Rapiere. Kann man alle verkaufen. Und ich muss mir angewöhnen, wieder mein Zelt mitzunehmen. Ich hatte aber auch nachgelesen gehabt. Ich habe ja gesagt, ich lese mal nach. Wo Desi ist, es hat mir nichts gebracht. Einziger ist, eine Vermutung wurde mir bestätigt. Und zwar, hier wird man wahrscheinlich den Dingens finden. Den... Wie heißt es? Ja, das Wasser wird wahrscheinlich dort unten sein. Was uns einer der Dekanen aufgetragen hat. Ich glaube, der Ingenieur. Der Dekan der Ingenieurskunst. Okay. So. Ist ein Reiter, wenn du deine nächsten Aufgaben auflistet, ja. So, Leertaste. Dann gucken wir mal fix nach jetzt. Habe ich einen Schlüssel bekommen? Vendavel, Gefängnis, Banditenlager, Gefängnis. Nein, ich habe keinen Lagerhausschlüssel. Wo kriegt man denn den Lagerhausschlüssel her? Okay, ich verkaufe jetzt erstmal das Zeug, was wir gefunden haben. Und muss noch mal gucken. Was kann ich für dich tun? Kaufen. 6 bringen die nur. Das ist schade. Ich hoffe, dass die mehr geben. Aber der zahlt auch nur 60 für einen Helm. Wirklich verlassen? Ja. Glaubt, jetzt gibt's welche, die mehr bezahlen. Brauchst du etwas? Hey, danke. Was habe ich denn? Eisenarmband. Was habe ich denn gemacht? Schildgolembruchstück. Ja. Ne, die gibt auch nur 6. Okay, dann verkaufen wir ihr das. Haben die nur so wenig gegeben, die Sachen? Ja, keine Ahnung. Was sie hier? Schlagringe. Ja, haben wir lange Zeit benutzt. Sind recht lustig, aber... Marmorschwert. Super langsam. Palladiumschwert. Marmoraxt. Palladiumaxt. Verkauft ihr einfach das Zeug hier. Jetzt sagen wir, laufen noch mal kurz zum Dekan rüber. Vielleicht hat der noch mal einen Tipp, wo wir einen Schlüssel herkriegen. So, da ist er ja. Gut. Ah, shit. Er hat nichts. Was ist mit dir? Hey, hör mal. Beste Region sind, bla bla bla. Kann ich etwas von dir lernen? Ja, dann zeige ich dir was. Hier ist der Plan. Soll ich dich ausbilden? Okay, das haben wir schon gelernt. Was ist das hier? Beliebige Nahkampfwaffe sondieren. Verstehe ich nicht. Lassen wir mal. Ja, keine Ahnung, wo der Schlüssel sein soll. Ich bin da echt überfragt. Habe ich noch genug Zeug mit? Nein. Gut, laden wir eben ab. Und nehmen das Zelt mit. Noch was vergessen außer das Zelt? Glaub nicht, oder? Ach ja, doch. Auch lebenssteigernde Sachen. Vorsicht. Oh. Eine Spitzhacke reicht. Ich glaube, ich habe nichts, was Leben zurückgibt. Dann mache ich das anders. Sekunde. Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Da.
Und verwirrt war ich. Wir gehen mal kurz. Hier runter. Schlafen einfach mal 2 Stunden. Müsste schon einiges an Leben zurückgeben. Das ist ja verstärkt worden. Durch passive Skills. Oder war das nur Ausdauer? Oh, ja, man müsste länger schlafen. Ja, lassen wir. Wir haben eigentlich nur noch die Dekan-Militäraufgabe, ne? Das Kassenbuch hat man noch. Palladium-Rüstung, Kassenbuch Monsun und Kassenbuch Berg. Für die Schatzsuche. Droht die Stadt in 100 Tagen. Sollte ein bla bla. Genau, die Hilfe. Ach ja, das Wasser muss ich noch holen und die beiden Hilfen. Ach go! Gestohlenes Paket von den Banditen zurück zu diesem alten Bunker im Nordwesten. Ah. Ja. Das könnte man machen. Vielleicht hat ja auch der Dude, der beim alten Bunker ist, den Lagerausschlüssel. Dann machen wir das mal so. Ich schlaf mal eben. Dann 2 Stunden hat so viel gegeben. Dann müssten wir 4 Stunden schlafen. Dann müsste das Leben fast voll sein. Und dann können wir uns zum alten Bunker nochmal aufmachen. Ja, fast voll reicht. Gehen wir nochmal zum alten Bunker. Nehmen wir einen anderen Stadtausgang. Einfach nur, um zu gucken, wo der uns rausbringt. Ob man dann schneller ist oder nicht. Irgendwann habe ich auch die Orientierungsprobleme nicht mehr im uralten Plateau. Jetzt gerade ist es aber so, dass es wirklich sehr schwierig ist. Okay. Ich habe jetzt noch nicht groß was. Okay, da ist eine Linie. Ah ja, hier sind wir richtig. Dann macht es Sinn, aus der Stadt hinten rauszugehen, wenn man zum alten Bunker möchte. Wenn der ist ja dann... Ich würde sagen, näher. Kurz gucken, wo wir sind. Ja, klar. Man könnte jetzt... hier runter... Oh, ich hätte da runter gekonnt. Hey, hopp. Hopp. Richtige Abkürzung hier. Das ist die blaue Lampe. So, und da geht's dann auch schon zum alten Bunker. Perfekt. Sehr gut. Den Weg sollten wir noch kennen. Dann schauen wir mal nächste Folge, ob uns Artois beim Lagerausschlüssel helfen kann. Denn den weiß ich absolut nicht, wo ich ihn herbekommen soll. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Sonntagabend noch und guten Start in die Woche. Tschüss. Es funktioniert hier.